willkommen zurück zu Fallout 76. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache heute mal mit euch hier diese ungelöste Sache, Tod und Taxidermie. Begib dich zu Priblos Kuriositäten. Jetzt weiß ich nicht... ja. Okay. Haus am See, Somersville... Was beginne? Die Ausbildung in Camp McClintock. Okay. Gut, dann werde ich mal nach Somersville gehen. Mal sehen, was mich da erwartet, auf jeden Fall. Gut, so. Irgendwo da? Ah, ich habe gar keine Powerrüstung an, ich Idiot. Moment. Ich sollte die immer anziehen, auf jeden Fall. Ich bin irgendwie zu blöd ohne. Habe ich das Gefühl jedenfalls. Wer weiß, vielleicht falle ich hier aus 2000 Meter Höhe. Okay. Sure, Meyerlux? Tatsächlich. Das klingt so, als ob die gerade hinter mir sind. Oh, ja. Das klingt nicht nur so, die sind hinter mir. Aua. Komm, geh weg. Wow, da sind ja auch welche. Oh nein. Sag ich, ich wäre da oben in Sicherheit. Aua. Ah. Meine Güte. Alter, ist gut jetzt. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag, ne? Geht weg. Was ist denn da jetzt? Oh, es gibt's nicht, oder? Ja, ja, ich habe gerade nur mal geguckt. Ich war gerade ein bisschen unsicher. Aber hey, der macht hier alle Platz. Das ist doch nicht gut. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Komm! Ich bin jetzt leicht irritiert hier. Was sammle ich denn jetzt hier ein? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ja, komm, komm. Huch. Einmal nachladen, bitte. Ja, vor denen habe ich jetzt natürlich nichts. Aua. Wir sind voll am Arsch. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Ich wollte eigentlich irgendwie dahin. Ja, ich bin heute nicht so bei der Sache, glaube ich. So, begib dich zu Priblos Kuriositäten. Ich nehme an, das ist jetzt irgendein Gebäude. Rein. Hoch.
Tja, keine Ahnung. Kuriosität. Ja, okay, ich bin jetzt wieder raus aus dem Bereich. Vielleicht da drüben. Wenn ich es nicht finden sollte, ne, ihr wisst... Ah, guck mal. Wiedergabe, die beste von Beckley. Raymond, ich schicke dir eine Liste der Dinge, die ich morgen brauche. Aber ich wollte dir persönlich sagen, was ich gefunden habe. Was Großes! Das muss es sein. Ich habe einen toten Bären gefunden. Zerfleischt. Eine Frau in Beckley meinte, hier oben gibt es ein bleiches Monster. Die Bestie. Hör mal, dieses Ding, wenn das nur halb so verrückt ist, wie es klingt, ist das eine Goldgrube. Kelvin würde Unmengen dafür bezahlen. Raymond, das ändert alles. Wir könnten endlich den Laden kaufen. Oder einen neuen Truck holen. Oder jemanden einstellen. Okay, bitte bring die Vorräte zu meinem alten Angellager am Teich nördlich von Beckley. Da, wo ich den zweiköpfigen Fisch gefangen habe. Im Truck beim Laden müsste eine Karte sein, die dich zum alten Angellager führt. Komm her und such nach dem Lager. Parke in der Nähe meines Wagens auf der Straße. Ach, und Raymond, tut mir leid, dass ich seit fast 2 Wochen unterwegs bin. Ich weiß, es dauert länger als sonst. Aber ich glaube, das ist es wert. Hm, okay. Gut, hier haben wir jetzt noch eine Karte der Lieferroute. Lesen. Campspot. Das ist die 81. Big Rock. Beckley, okay. Oh mein Gott. Gut, nehme ich mal mit. Den Rest kann ich doch da lassen, oder? Der war hier vorne noch irgendwas. Genau, hier. Katalog der Kuriositäten lesen. Preblos Kuriositätenkatalog ein was einzigartigen Taxidermien. Taxidermien, genau. Was? Bocula? Halb Hirsch, halb Monster, 1090 Dollar. Boculas Rache? Knochen? Variante 2499 Dollar, neu. Katastrophe. Was? Rohrkatze? Hä? 2009. Okay, keine Ahnung. Wir nehmen auch Sonderaufträge an. Ja, die Schrift ist ja echt zum Kotzen. Entschuldigung, dass ich mich jetzt gerade so ausgedrückt habe, aber ist doch wahr. Bleistift. Oh, was haben wir denn hier? Brief an Kelvin angefordert. Lesen. Raymond, du musst ihn, wenn los, so schnell wie möglich schreiben und ihnen mitteilen, dass wir an ihrer Bestellung arbeiten. Wir bringen ihnen was, das sich lohnt, auf jeden Fall. Ich habe Kelvin vorhin in der Stadt gesehen und er wirkte irgendwie durcheinander. Sonderbar. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er hatte überhaupt kein Interesse an Bocula oder Godzilla. Du warst doch mal mit Kelvin befreundet, oder? Keine Ahnung, ob er allgemein oder nur mit mir ein Problem hat, aber du musst versuchen, mit ihm zu reden. Janelle. Alles klar. Gut. Okay. So. Dann. Laufe ich jetzt überhaupt richtig oder muss ich jetzt wieder in den Arsch der Welt? Ja, ich muss zum Arsch der Welt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe das gar nicht. Ach, da hinten! Oh mein Gott!
Ich bin heute irgendwie irritiert. Gut, gibt es hier irgendwie einen Bahnhof? Ja. Quatsch, was mache ich denn? Einmal hierhin, bitte. Ja, möchte ich. Entschuldigt, meine Lieben. Mir ist gerade das Spiel wieder irgendwie abgeschossen, sozusagen. Ich denke aber, das liegt jetzt diesmal an meinem Rechner. Genau, ich bin jetzt, jetzt bin ich völlig raus. So, ich bin jetzt hier in Hornwright irgendwie. Ja, in der Nähe von. Okay, und ich soll ja jetzt hier irgendwie etwas ausliefern. Gut, das mache ich dann mal. Mal sehen. Ich hoffe, das Spiel läuft jetzt weitestgehend doch wieder stabil. Beziehungsweise mein Rechner. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Was soll ich denn hier ausliefern? Das Auto? Ah! Raymonds anfeuernde Rede. Das ist eine lange Fahrt, also kann ich es auch proben, bevor ich es ihr sage. Atmen, Raymond. Du schaffst das. Sie wird dich anhören. Okay, okay, also Janelle, mein Schatz. Ich helfe dir, das Vieh zu erlegen, aber wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen für das Geschäft. Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass letzten Monat keine der experimentellen Taxidermien verkauft wurde. Nein, das ist fies. Sie hatte so einen Spaß daran. Okay, okay. Also, unterstützender. Ich möchte, dass du weiter deine Kunst machen kannst. Das zaubert dir immer so ein schönes Lächeln ins Gesicht. Aber echte Monster zu jagen? Das ist zu gefährlich. Wir sind Fallensteller. Und das meiste bekommen wir von der Straße. Calvin kauft uns jeden Monat fast alles ab. Das ist gutes Geld. Genug für deine komische Kunst. Nein. Oh, sie soll sich nicht schlecht fühlen, verdammt. Okay. Ich sollte einfach die Käfige abladen und sie suchen. Ich mache hier viel Wind um nichts. Wir finden bestimmt eine Lösung. Aha, das okay, Auto. Da wären wir. Jetzt muss ich die Käfige beim Teich abladen und dann gehe ich zu ihrem Zelt. Ich schaff das schon. Ja, offensichtlich hat er sich geschafft, denn die drei Käfige sind noch hier. Oder vier? Ne, drei sind das, ne? Drei, genau. Gut, okay. Dann lese ich jetzt erstmal hier noch die Wegbeschreibung zu Janelles Lager. Wegbeschreibung zum Lager in Begley. Parke in der Nähe meines Wagens, gehe nach Osten an dem großen Baum vorbei, überquere die kleine Wasserfurche, die in den See führt, suche nach meinem alten Zelt. Osten an einem großen Baum vorbei, Wasserfurche am See. Osten ist da lang. Da lang, okay. So viel zur Himmelsrichtung. Ja, ja, genau. Osten ist ja der, ne, neben Westen, neben Norden. Gott, was erzähle ich denn heute? Ach, hier. Ja, hier war mal ein See. Ja, okay. Und wo ist jetzt der große Baum? Ach, dieser Baum hier, oder was? Alles klar. Ah, Kreide. Was haben wir hier noch Schönes? Aha. Notiz für Raymond. Alles klar. Da was drin? Was ist denn da? Eine Chipstüte? Ich erkenne es nicht. Eine Boje. Ach so, eine Boje. Gut, dann einmal das noch bitte und einmal lesen. Notiz für Raymond. Raymond, leg die Vorräte einfach in mein Zelt und warte da. Lauf nicht herum, während du den Köder dabei hast. Ich bin den Hügel hoch, um mir nochmal die Höhle anzusehen. Ich glaube, die Bestie hat Junge gekriegt. Ich habe sie quieken gehört. Pass auf dich auf und rühr dich nicht von der Stelle. Ich bin so bald wie möglich wieder da. Janelle. Ach nee, das hätte jetzt noch weitergehen können. Ah. So, ich sollte am besten nicht mehr
irgendein Spiel spielen, nachdem ich arbeiten war. Schon gar nicht im Spätdienst. Verdammt, wie hieß denn der Brief jetzt nochmal? Ach, hier. Da. Nee. Das war der nicht. Verdammt. Okay, ich finde das jetzt leider nicht mehr. Doch, hier. Da haben wir es. Na super. Hätte ich mir jetzt auch sparen können. Gut. Das sieht sehr gefährlich aus. In dieser Gegend. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Zeit ich jetzt verbraucht habe bei bevor ich den Schnitt machen musste. Deshalb mache ich jetzt noch ja, so 10 Minuten. Ich bin schon leicht dran vorbeigelaufen, ne? Warum sagt mir das denn jetzt hier keiner? Hier ist irgendwo eine Höhle, ja? Irgendwo eine Höhle. Was soll denn hier eine Höhle sein? Hier ist doch alles flach. Hier unterm Stein vielleicht? Nein, auch nicht. So, da haben wir... Nee, was ist denn da? Smarties Köder. Untersuche ich. Smarties Köder für große Tieranleitung. In Kombination mit Smarties Fallen verwenden. Nicht für die Handfütterung geeignet. Smarties übernimmt keine Verantwortung für fahrlässige Anwendung. Okay. Töte die Beste von Beckley. Okay. So, hier ist der Janelle, ja? Oh mein Gott. Holoband. Einmal Janelles Rache. Raymond ist tot. Ich habe seinen Schrei und das Heulen der Bestie gehört. Ich weiß es. Ach Gottchen. Ehrlich jetzt? Er ist tot. In der Notiz habe ich geschrieben, dass er mir nicht folgen soll. Warum hat er das getan? Ich habe das Monster bis zu einer Höhle bei Beckley verfolgt. Ist doch nur ein Wolf. Er muss irgendwo zwischen der Höhle und dem Teich sein. Ey, sag mal. Die Bestie hat einen ganzen Wurf. Ey, sag mal, ich treffe nicht. Wollte die Jagd schon das ist verbackt oder was? Nee. Beende ich. Ein für alle Mal. Ja, komm schon, erst mal. Beckley und hole Hilfe. Wenn ich darf. Kümmern wir uns um Raymond. Den armen lieben Dummkopf. Die Bestie töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich werde dich kriegen, du verdammtes... Okay, Leute. Ich glaube, das war's. Wollt ihr auch noch einen auf dem Dings haben? Kommt mal her, hier. Na, wollt ihr mich nicht angreifen? Aua. Da wollte mich jetzt gerade jemand angreifen. Ist hier heute. Also. Jetzt
dachte ich, wunder mal, was ich jetzt hier zu tun habe eigentlich. In Wahrheit finde ich ja Wölfe total toll. Das sind wieder viel zu viele, ne? Da. Ey, du hast mich angesprungen. Meine Güte, was mache ich heute hier? Ihr müsst auch denken, was macht denn die Phantasien heute da? So, ich höre aber noch mehr Wölfe. Ja, komm schon. Ja. So. Ist jetzt Rumkarton? Anscheinend. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, meine Guten. Oder meine Lieben, meine Guten. Seit wann sage ich meine Guten? Ja. So, dann habe ich das jetzt somit erledigt. Sehr schön. Gibt es denn eigentlich jetzt noch hier in der Gegend, was ich so ein bisschen erkunden könnte? Ja, so einiges wahrscheinlich. Guck mal, hier unten ist auch noch was. Ha. Wäre vielleicht mal eine Option, auch mal dahin zu gehen. Ich mache mal schon mal eine Markierung. Dahin, genau. Für die nächste Folge, meine Lieben. Ich danke fürs Zusehen, dafür, dass ihr dabei wart. Es tut mir leid, dass heute irgendwie alles ein bisschen merkwürdig war. Ich bin offensichtlich nicht so ganz bei der Sache gewesen. Na gut. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dabei morgen und ich hoffe, es wird auch morgen besser laufen. Ja, vielen, vielen Dank für eure Likes und für eure Kommentare. Ihr wisst ja Bescheid. Ich werde die auch jetzt so schnell wie es geht wieder beantworten. Und bis dahin, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Was auch immer. Hauptsache, ihr lasst es euch gut gehen. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.